Und damit willkommen zurück zu Bär und Vogel. Ja, Mad Monster Menschen steht an, die nächste Welt. Ja, aber die müssen wir ja erstmal frei puzzeln, ne? Gut, war hier irgendwo noch Mumbo-Schädel oder so? Habe ich das richtig in Erinnerung? Ich bin mir gerade nicht sicher. Hallo, Mumbo-Schädel? Ne? Okay. Ja, dann schwimmen wir mal hier voran. Ich hasse es. Ja. Ja, ne? Die letzte Aufnahme ist schon wieder ein oder ein paar mehrere Tage her. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht mehr wie lange. So, hier ist ein bisschen Mumbo-Schädel. Ha. Ah, da ist ein Mumbo-Schädel. Sehr schön. Und da ist ein Loch, glaube ich, oder? Sieht zumindest aus, als könnte man da rein. Hallo. So, geht doch. Kann man hier rein? Oder täuscht das? Nee, das täuscht. Ja, selbst wenn man da rein hätte gehen können, da müssen wir noch nicht rein. Wir müssen jetzt erstmal... Von da sind wir gekommen. Ja, mein Orientierungsergebnis ist Bescheid. Den bösen Fisch, den weichen wir mal ganz gekonnt aus. Und dann geht schon mal direkt hier unten rein. Ne? So, Kisui, schwing die Flügel. Ja. Ich habe sogar ein bisschen was zu erzählen heute, aber dazu kommen wir bei einem späteren Zeitpunkt. Und dieser spätere Zeitpunkt ist, wenn wir die Welt freigeschaltet haben. Bald der letzte Vorhang fällt. Für Statisten gibt es kein Geld. Eigentlich schon. Hier zum Beispiel, das ist ein Funfact, den weiß ich, bei Nacht der lebenden Toten. So einen alten Film aus den 60ern. Da haben die Statisten alle einen Dollar bekommen. Einen Gutschein für irgend so ein Restaurant. Und ein Shirt, wo drauf steht, ich war Statist bei Nacht der lebenden Toten. Ich hätte das Shirt gerne. Wirklich. Ich hätte das wirklich gerne. Muss ich mal gucken, ob man das irgendwo kaufen kann. Original dann bestimmt für so und so viel. 1000 Dollar. Also, sowas ist ja schon öfters mal ein bisschen teurer und ich komme da nicht hoch, aber keine Ahnung. Irgend so ein Shirt, das genauso aussieht, das kriege ich bestimmt schon irgendwo. Zum Beispiel die goldene Unterhose aus Rocky Horror Picture Show. Die Rocky Horror Picture Show. Ja, meine Aussprache ist manchmal sehr komisch. Ja. Die hat der Typ, der Rocky gespielt hat, versteigert für so und so viel, für 20.000 Pfund oder so? Ich weiß es nicht mehr. Ja. Gut, jetzt sind wir erstmal damit wieder für so und so viele Stunden beschäftigt, da hochzukommen. So. Geht doch. So. Es geht weiter, ich werde heiter. So, und da jetzt. Bäm. Ah, bäm, falsche Taste. Sehr schön. Gut. Da haben wir alle eingesetzt. Und da öffnet sich schon die Welt. Ja, mit dem Hexenhut drauf. Mad Monster Mansion. Aber ich freue mich. Ich mag so Horror-Halloween-Welten ganz gerne in Videospielen. Okay, da gibt's einen Mumbo-Schädel. Cool. Hier gibt's auch irgendwo ein One-Up, aber das hole ich mal nicht. Wir schwimmen dann mal gekonnt zurück mit gekonnten Flügelschlägen vor den Vogel. Während Bär da einfach wie so ein Idiot, wie so ein nasser Mehlsack an Vogel hängt. So sieht's aus. Ich komme jetzt übrigens mit der Schwimmsteuerung etwas besser zurecht. Das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Verbesserung und das gefällt mir. So, schwimm durch. In einem Zug. Ja, ich bin Profi geworden. Und jetzt hier direkt Sauerstoff tanken. Komm, mach mit, Kamera. Dankeschön. So, und jetzt geht's rein zu Mad Monster Mansion. Gell? So, jetzt sind wir hier.
und müssen erstmal den Hexenschädel rein zu Grunti, ne? Auf ihr Kinn. Da könnt auch ein Flixbus parken oder so. Ja, gebabbelt, Tutti wird bei mir noch alt. Ne, ich werde nicht's verhindern kann. Ja, ich brauche schon ganz schön lange, aber ich kann's verhindern. Mhm. So sieht's aus, Hexe. Bär und Vogel sind auf dem Vormarsch. So, hier war die Welt davor, hier. Gobi's Valley, genau. Jetzt gehen wir mal hier vorsichtig weiter, weil ich bin ein kleiner Schisser, der Angst hat, hier runterzufallen, weil da unten ist böse, böse Lava. Mhm. Das möchte ich nicht gutheißen. Das ist hier? Hallo? Dreh dich? Keine Ahnung. Ist mir egal. Gehen wir erstmal in die schöne Horrorwelt. Ach ja. So. Da wären wir schon. Hier ist auf jeden Fall schon mal ein stilechter Friedhof. Und weil ich natürlich mich bei LPM informiert habe. Also ich gucke sein Let's Play parallel hierzu. Oh, Entschuldigung, da habe ich... Muss ich mich kurz räuspern. Da müssen wir hier dieses Tor aufmachen. Ich räusper mich kurz, Entschuldigung. So, Entschuldigung, weiter geht's. Ich habe mich gemutet. Ja, weil mit der Mumbo Verwandlung müssen wir da durch und damit können wir das Tor nicht öffnen. Also gehen wir rein und öffnen das Tor vorher, weil sonst müssten wir zurück zu Bär und Vogel werden und uns nochmal hier zu Mumbo begeben. Ja. So, Mad Monster Mansion, schöne Welt, schöne Welt. Ja, ich weiß auch schon, was wir direkt am Anfang hier machen werden. Die Tür auf. Was ist hier drin, ne? Dieser ungebetene Gast hüpft bald als Spatz vom Dach oder so. Keine Ahnung, das habe ich nicht gelesen. Ja, wir gehen mal, wir gehen den anderen Weg. Wir gehen den anderen Weg. Wir gehen als erstes mal durch die Fenster. Bäm. Hier gibt es nur Federn, aber auch Gegner. Und ich bräuchte mal wieder so ein bisschen Energie. Und so ein paar Federn können ja auch nicht schaden. Oh, die. Ja, die sind so ein bisschen wie knochentrocken. Die stehen immer wieder auf. Die sind dezent nervig, würde ich mal sagen, an der Stelle. Hallo. Stirb, danke Fledermaus. Ja, und dann kann ich euch ja mal so ein bisschen erzählen. Ich war ja gestern auf den Geburtstag eingeladen. Das hat ganz schön viel Spaß gemacht. War recht schön. Haben, ja, lecker gegessen und alles. Und, ja, das war's dazu. War schön. Mhm. Ja, nur ein Problem gab es. Und zwar kamen wir auf die Idee... Also ich nicht, weil als ob ich so auf so eine Idee komme, das hat mit körperlicher Bewegung zu tun und davon bin ich ja bekanntermaßen kein Fan. Ey, lass mal draußen im Dunkeln Verstecken spielen und fangen. Ich so, ach nee, müssen wir. Ach komm schon, macht bestimmt Spaß. Das wär komm. Ja. Aua, da hab ich mich ganz doll verbrannt. Aua, aua. Pusten, pusten. Scheiß Kamera. Ja, so, dann sammeln wir mal hier die Eier ein, aber scheißen mal drauf, so. Ja, und dann muss ich dazu sagen, das ist, wo sie wohnt, ist eine Art Bauernhof. Also ein größeres Haus mit großem Grundstück und all dies, das, Ananas. Ja, und da fließt ein Fluss oder ein See oder ein Teich oder ein Tümpel. Wasser, da gibt's Wasser. So, der eine hat sich dann auf jeden Fall, kam dann auf die geniale Idee, sich beim Wasser zu verstecken und ist dann auch da reingerutscht, Idiot. Ich habe übrigens als erstes gezählt und musste dann suchen gehen. Mit Taschenlampe, weil dunkel und so. Aber ich habe momentan schon länger das Problem, dass ich, wenn es dunkel ist, nicht mehr sehen kann. Also so Nachtblindheit. Das war also nicht so optimal und ja, dann immer mir vor die Füße geleuchtet, damit ich nicht hinfalle, weil der Boden war auch sehr uneben. Hm? Und ja, dann habe ich alle Noten? Habe ich? Ja, nein, vielleicht? Aua. Gut, dann gehen wir wieder hoch. Ja. Aber dann habe ich einmal den Fehler gemacht und... Ach komm, darum kümmern wir uns später. Wir holen erstmal was anderes. Und zwar Energie von diesem Fledermaustier.
Ja, also auf jeden Fall, dann habe ich einmal so ein bisschen um mich herum geleuchtet, um ja, zu gucken, ob da jemand sich versteckt hat in Bäumen oder Gartenblumentopf, keine Ahnung. Und dabei... warte. Hör auf, goldene Feder, danke. Und dabei bin ich dann halt weitergelaufen und habe voll das Erdloch übersehen und bin voll umgeknickt. Das war jetzt nicht so geil. So, hier drin ist ein Ei. Da drin ist gar nichts. So, auf jeden Fall nach der Runde habe ich da nicht mitgespielt. Ich habe mich dann in so eine Art Gartenhaus, Wintergarten, Baumhaus, Balkonteil gesetzt. Ja, und gewartet. Bis die wieder kam. Ja, aber abgesehen davon war echt geil. Ey, da oben ist Noten. Gib her die Teile. Geht doch. So. Ja, das war's dazu. Mehr passiert nicht in meinem spannenden Leben. Und auch, meine Mutter hat mich hingefahren und sie hat sich zweimal verfahren, trotz Navi. War irgendwo in der Wallapampa und jetzt haben wir ein Chinchou! Und eine neue goldene Feder. Sehr gut, gefährlicher das Teil. Nee, aber das war's eigentlich auch schon dazu. Ja, dann kümmern wir uns mal weiter um Mad Monster Mansion. Jo. Los, Bär! Los, Bär, hoch da! Hoch! So. Nee, hier ist nichts. Okay. Und rein da. Was ist hier drin? Ah, eine Wabe. Hallo? Genau. Wieso komme ich an die scheiß Wabe nicht ran? So, dann machen wir die hier mal kalt, weil ich will die Feder. Und die Energie ist natürlich auch sehr verlockend. Die nehme ich mal mit, obwohl ich die nicht brauche, kann ich... Nö. Okay, an die Wabe kommen wir anscheinend noch nicht dran. Das ist, nicht so töfte, aber ist okay. Ist okay. Ja. Kamera, dreh dich. Lass mich hier rein. Danke. So. Was tut dann hier drinnen? Ah. Gurgel, der Bär ist so dick. Er passt in Logo nicht rein. Ah, Logo, der Lokus. Ja. Ah, Mumbo-Schädel. So. Lass mal. Lass Bär mal sich waschen, der stinkt. Solange wie das Let's Play schon läuft und hat sie noch nie wirklich gewaschen. Ja. So. Lass mich durch. So, reicht auch. Bär riecht wieder gut. Nach Bärenmarke. Habt ihr mal Bärenmarke getrunken? Ich nicht. Nee. Und das nur, weil er nicht funktioniert hat, wie er sollte. Tja. Ich möchte aber hoch noch in diesem Part. Das wäre... Machen wir mal die Kamera so ein bisschen, ne? War das gerade ein Bug oder warum? So, gib her die Note. Danke. Ah, hier haben wir auch schon wieder einen Ginger. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, mit den Gingers kommen wir auf jeden Fall voran. Ich weiß, glaube ich, auch, wo die anderen Gingers sind hier. Ungefähr müsste ich das erahnen können. Diese gottverdammte Kamera. Ich hasse sie so sehr. Oh, ich sehe schon mal Mumbo Sütle, okay. Ja. Ja, das war jetzt eh nicht so geplant. Nee.
Hallo? Kamera? Ach, weißt du was, sie gehen außen rum. Okay. Aua! Scheiß Flieder. Scheiß Fledermaus. Ja, ich würde da gerne nochmal hochkommen. Danke. Und rein da. So. Ja, ich höre nicht, ob da jetzt jemand drin sitzt oder nicht. Das ist auf jeden Fall, So, danke schön. Für überhaupt nichts. So, hier gibt's Eier und noch ein Jinjo. Und eine Truhe. Und die Truhe macht einfach mal effektiv nichts. Oh, hier ist eine neue goldene Feder. Die snack ich mal schön mit. So, gib mal hier die Heilung, die Honigfarbe. Und. Okay, nochmal von vorne bitte, danke. Und wir haben jetzt schon 3 von 5 Gingers. Yay! Es ist gut. So. Dann gehen wir mal da rein. So. Noch mehr nur. Ja, Kollege, danke. Danke, dass du tot bist. Das unterstützt Bär und Vogel sehr doll. So, hier ist noch eine, die nehmen wir mit. Ich sagte, die nehmen wir mit. Und hier ist keine. Gut. Dann raus hier. Warum haben die gerade ihren Kopfnussflug oder wie auch immer das Teil heißt, gemacht? Und warum ist da noch ein Puzzleteil? Habe ich die nicht eingesammelt? Habe ich, oder? Okay, dann habe ich das wohl wahrscheinlich nur übersehen, oder? Kamera, spiel mal mit, danke. Hallo. Hör auf zu laufen. Ich habe aufgehört zu drücken. Warum läufst du weiter? Also, was ist falsch mit dir, Bär? So, jetzt können wir uns auch mal so ein bisschen umschauen hier in der Welt. Ne. Ja. Rein da. Hui, durch den Schornstein. Hashtag Weihnachtsmann. So. Ja, das ist jetzt eine kleine Herausforderung für uns. Wir sollen nämlich nicht auf dem Boden. Weil, ja. Dann wird der Geist geweckt und jetzt, wo wir nicht auf dem Boden sind, snacken wir uns einfach mal das Puzzleteil. Ach, die Hexe, die wird fluchen. Ihr Gold muss sie nun suchen. Ich werde mich bald rächen und wie Stäbchen euch zerbrechen. Jo, hau rein, Geist. Tüdelü. Ja, und so haben wir auch schon das 2. Puzzleteil. Mhm. So, ich glaube, der Boden knatscht jetzt nichts mehr, also wir können ja problemlos rauf, aber ich will, die Noten. So. So, dreh nicht. Okay. Gut. Gut, gut, gut. Ja, hier sind Bilder von Sachen, die können wir uns gleich auch nochmal angucken. So, weil ich will, bei Markus, also das Let's Play von ihm, was ich gucke, ist ja die Xbox Live-Version. Life Arcade oder wie das heißt. Und ich würde da gerne mal die Bilder vergleichen. So. So. Okay.
schnarchender Mumbo, der Besen von Grunty. Das Bild auf der Xbox sah einfach besser aus. Klungo, okay. Grunty, deine Kessel. Brentilda, ihr Haus. Gut. Ja, und am Anfang sind wir ja hier durchgegangen. Und ich würde mal an der Stelle sagen, hör auf mit der Scheiße, rede ich. Das war's dann auch schon wieder von diesem Part. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.